Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem Video. Nicht wie steig. Okay. Wie steige ich auf? Die Serie gibt es ja jetzt nicht mehr. Jetzt heißt es gerade, wir ranked. Einfach Flex ranked. Wir sind in den Placements. Und ich habe euch gesagt, wenn ich wieder in der Mitte spiele, pick ich was Interessantes. Wenn ich im Jungle jedes Mal bin, pick ich auch was Interessantes. Wir sind dieses Mal in der Mitte. Und ich habe mich deswegen für Katarina entschieden. Ich bin kein Katarina One-Trick-Main. Aber sie ist sehr lustig und interessant. Sie hat nach dem Rework ein paar coole Mechaniken. Und es ist halt einfach Katarina. Und ich glaube, viele von euch mögen sie. Faker spielt Katarina mit Ghost. Ich bin aber nicht an Ghost gewöhnt. Deswegen habe ich Ignite. Kann man auf Katarina definitiv auch nehmen. Vielleicht ermöglicht mir das auch den besseren Solo-Kill in der Mitte. Außerdem spielen Katarina Mains mit Langschwert auf Level 1. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe Katarina einmal im Stream gebracht. Wer es gesehen hat, der weiß, es ging eigentlich ganz gut. Ich werde versuchen, das wieder einigermaßen ordentlich zu bringen. Man muss die Ruhe bewahren, ne? Guck mal, Ahri, die will den Q werfen. Nein. Ja, sie wirft den Q nicht. Interessant, weil sie. Guck mal, guckt euch an, wie viel sie Damage schon von den Minions kassiert. Okay, sie wirft ihn nach oben, kriegt wieder die Minion-Aggro. Also sie. Okay. Und ich habe drei Tränke. Ja, macht sie aber. Das ist gut für mich schon mal. Au, da habe ich beide Instanzen der Q genommen. Aua. Okay. Ahri, no Flash. Da wollte sie es direkt wissen. Ich kann sie killen. Mit einer guten gezielten. Ich habe noch mehr Tränke, also. Kann sie mit guten. Sie hat ihren Charme, ich bin nicht Level 3. Warum bin ich nicht Level 3? Mir fehlt ein Minion! Fuck! Ja, ihr Lieben, das ist Katarina. Ich hatte noch das Ignite, sie hat schon rausgeballert zum Glück. Man kann Kombos machen. Es war sehr extremst explosiv gerade durch die. Durch ihren Flash-Move plötzlich. Okay. 17 CS zu 12. Und ich kann nur wieder wiederholen. Ahri Sams. Ich müsste eigentlich zuerst den Revolver rushen. Das ist ein wunderschönes Item auf Katarina. Dadurch hast du direkt One-Shot-Potenzial. Und dann müsste ich Abyssal gehen. Ich jump hier auf den Minion. Bin ich schneller dran, krieg die Erfahrung. Oh, sie hat gerecallt, die Ahri. Habt ihr es gesehen? Ist gerade noch erhaschen können. Das heißt, wir pushen ebenfalls schnell aus. Sie will wahrscheinlich nochmal einkaufen gehen. Ja, ich gehe definitiv nochmal einkaufen. Ich könnte jetzt noch ein Langschwert oder Schuhe holen. Ich glaube, ich nehme Schuhe und Tränke, weil Ahri wahrscheinlich auch Schuhe geholt hat. Das macht man ganz gerne mal, wenn man schnell auspusht, um Schuhe zu holen. Aber sie hat sich Magieresistenz geholt. Okay. Zumindest kann ich so besser ihre Fähigkeiten dodgen und falls Shyvana kommt, dann halt auch weglaufen. Dann kommt der Hook. Oh, Jinx! Lol, du wirst gesehen, Twitch! Oh, ich liebe sowas. Erbschneider.
uns die Ari. Ja, das ist so schön. Katharina, wenn sie einmal auf der Lane dominiert, wird es schwierig für die Gegner. Ich liebe es! Ich liebe sowas. Fuck! My bad. Wenn ich es richtig mache, kann ich sie killen, aber sie hat wieder ihr Charme, ne? Sie ist low. Sie ist sexy, sexy, sexy. Okay, sie kann mir definitiv auch Schaden drücken. Ja, mutig von ihr. Oh mein Gott, ich hab wieder Ignite. Katharina. Und die Ari hat sich entschieden, aggressiv reinzugehen. Die Ari ist mit der Ulti reingegangen. Ulti und Ignite. Und sie hat es trotzdem nicht gebacken gekriegt. Cutlass, Revolver. Erstmal der Revolver, der bringt uns guten, guten Schaden. Ja. Sobald wir das Gunblade haben, killen wir jeden im One vs. One. Ja, Mann, Leute! Katharina! Wir befinden uns immer noch in den Placements. Ich spiele hier gegen Platin Diamond, Leute. Ne? Muss auch gesagt sein. Den Blue nehme ich gerne. Einfach aus vollem Grund. Gibt ihm auch nochmal XP. Ari fehlt. Die könnte runterlaufen. Wenn ich sie wäre, würde ich es tun. Nice. Minions bekommen. Da ist sie. Jetzt hat sie richtig Respekt. Genau so muss das. Shyvana top. Und am Tower, das ist auch geil, wenn Katharina einmal ahead ist, dann kann man die Gegner eindrücken. Das hat sie auch erwischt. Ah, kleiner Poke. 42 CS. Sie hat jetzt großen Magieresistenzmantel, deswegen muss ich ein bisschen... Also langsam komme ich in Katharina rein. Boys. Holy crap, ey, ist das cool. Flash, jump auf das Messer. Weil ich weiß, dass ich dann wieder jumpen kann. Und Katharina war schon low. Oh yes. Und das Gunblade. Das Gunblade ist ready. Katharina-Runden können echt sehr viel Spaß machen. Aber ich sag euch eins. Ich finde, Katharina ist nicht mehr... wie die alte, das heißt später reinjumpen, sondern du musst mehr mit den Messern kombinieren. Ich finde es echt im Late Game schwieriger, aber Katharina macht dafür Ultraschaden und wir können weiter die Midlane dominieren. Ja, sie kann große Magieresistenz haben, das bringt ja auch nichts. Ignite ist jetzt wieder ab. Shyvana könnte mich holen.
Sobald man einmal das Gunblade hat, Leute. Das habe ich euch gesagt. Ich pushe jetzt. Wir haben auch schon irgendwo einen Turm bekommen, ne? Ja, unten. Und ich kann noch nicht alle Kombis von Katharina, das gebe ich gerne zu. Ich habe es gerade mal versucht, weil ich sehe oft Leute aggressiv reingehen und dann erst Q werfen, weil du ja deinen Jump dann wieder kriegst. Also oft gehen die halt rein, bevor sie ihr Q machen. Und das ist so zum Beispiel. Zack, jetzt habe ich QQ. Jetzt kann ich sogar wieder jumpen. Also da kann man, da muss ich noch ein bisschen üben. Also kann sein, dass nicht alles perfekt ist. Aber ich bin sehr zufrieden gerade. 10 zu 6. Ari 50 CS. Ich habe mein Gunblade wieder ab. Sie hat auch keine Ulti. Sie hat sogar noch die Ulti, glaube ich, eingesetzt. Du musst direkt ultien. Okay, der Jax steht 7-3. Der Jax steht 7-3, der hat mir mit Basic Attacks gerade 600 Damage gemacht. Da hatte ich nicht mal mehr eine Chance umzudrehen. Schuhe, Magiedurchdringung, damit kann ich schneller laufen. Neuer Pink Ward, falls der hier stirbt. Und als nächstes brauche ich meine Bisse. Wobei, brauche ich meine Bisse? Eigentlich ist nur Jackstick. Vielleicht sollte ich ein Stundenglas bauen. Das regt mich jetzt auf, dass mich der Jax so einfach gekillt hat, weil, ach, jetzt keine Ulti. Es wäre der nächste Kill auf der Mitte gewesen. Der ist greedy, der Jin. Netter Slow. Da kommt Riven, da kommt. Ah, ich kriege nichts ab. Ich laufe schon direkt in die Mitte. Ah, wobei Shyvana kommt noch. Dann laufe ich doch mal hin. LOL, der Kick! Der war doch niemals predicted. Jax darf nicht durchpushen, die Riven muss da bleiben. Okay, Rampage. Aber Lee ist da und der Tower ist dazwischen. Der muss schnell machen, bevor er wieder durch den Tower läuft. Ah, Jax. Der Jax tut sehr dolle weh. Komm, wir gehen Richtung Sonjas. Ich glaube, dann kann ich nämlich noch aggressiver reingehen und vielleicht ist es das, was wir brauchen gegen den fetten Jax. Yes! Die regeln das in der Mitte. Ah, da wird noch reingeholt, die Riven. Geh mal Botlane. Was sagt der Twitch? Er denkt vielleicht immer noch, dass er der alte Twitch ist, der nicht. Schade. Die laufen schon weg. Habt ihr gesehen, wie viel Damage so ein Gunblade macht?
Only fools hesitate. Oh. Scheiße! Natürlich bricht mich der Thrash ab mit der E. Das war blöd von mir. Und dann wollte ich rausflashen und dann hat Ari hinterher geflasht. Oh, ratatatata! Ah! Ah! Twitch! Vielleicht kriegt er. Oh, er trifft! Zack, Q, Ult. Nice, gute Kombo. Gut, der Wirbel Jax kommt noch von oben. Ich will den Infernal Drake. Okay, das hier gerade war zum Beispiel komplett. Komplett boosted, komplett bad. Aber ich denke, wenn ich noch ein paar Mal Katarina spiele, dann passiert mir sowas auch nicht mehr. Es geht ab. Zum Glück war der Jax da. Oh, der Jax da dabei. Na gut, wenn Twitch will, soll er den Farm nehmen. Hier noch gewardet. Falls nicht, dann hoffe ich, dass der Twitch sogar weiterfarmt und könnte ihn hier holen. Sieht aber nicht so aus, als ob er weiterfarmen will. Er macht den. Ja, ich hätte erst gern mitmachen. Das Gunblade ist so broken! Katarina, mate! Damit Voidsurf brauche ich jetzt noch. Voidsurf und Rabidons. Also einfach die Sachen, die mega Damage machen. Voidsurf, Rabidons, Abyssal. Das sind gute Items. Immer wieder ein Pink Ward. Yes! Und Jax kann es auch nicht mehr carryen. I like it. Overall muss ich sagen, Ignite hat mir schon den einen oder anderen Kill beschert. Also, ich weiß nicht. Ghost natürlich geil mit Katarina, um besser rumzumoven. Was ist denn mit dem Jax los? Er versucht es ernsthaft, 1v3. Ja, der Versuch war es tatsächlich sehr wert gerade. Der hat reingeböllert. Hätte ich immer früher geknallt. Ich hätte gedacht, dass wir ihn früher kriegen. Kriege ich den Turm? Ich glaube, ich kriege den Turm. Einzige, die fehlt, ist Shyvana. Wie fett ist Shyvana? Ach, Realize ist doch noch geil auf Katar, oder? Dass man die Gegner slowt. War da nicht was? Wird es dir empfohlen? Realize ist ja jetzt ein bisschen genervt worden. Jax lebt wieder. Riskier ich's? Ich muss das riskieren, sonst kriegen wir Tor hier.
Dass die Shyvana nicht schon früh geultet hat, um mich abzubrechen. Ich habe nicht genug Schaden. Sie hat nicht mal Magieresistenz. Sie hat sehr wenig Leben. Wieso habe ich so wenig Damage? Fuck, ich hätte wirklich geglaubt, ne? Da muss man auch wieder sagen, Katharina, Gunblade ist da. Sonjas ist da. Sie hatte wirklich null. Sie hat nur Leben, ne? Und ich hab relativ lange durchgezirkelt. Das hat sie nicht gejuckt, sagen wir es mal so. Und jetzt kommt der Moment, wo ich immer sage, jetzt wird es schwierig, mit Katharina reinzugehen. Der Jax hat auch sein Gunblade und baut jetzt einen Banshee auf. Jetzt pushen die einfach Bot. Ja, Baron ist eine Idee, aber nicht zu zweit. Da müssen wir noch mehr haben. Ja, die Kombo war gut, aber nicht genug Damage. Chase die noch, die Shyvana, wo ist die? Da oben. Wie, die executen was? Was hat die vor? Die Shyvana ist gerade auch richtig gefährlich. Fuck, 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 fuck. Das war. Was mir fehlt von der alten Katharina ist, dass man nicht mehr auf Wards jumpen kann. Oh, die sind echt ein Baron, man. Janna! Hat sie gerade den Kill mit Redemption bekommen? Ich glaube. Lass uns schnell Infernal Drake machen, guys. Mit dem Janna-Schild kommt vielleicht was rum. Mal Riven, go. Wartet auf die Combo. Trifft! Wir haben den Drake bekommen. Das war die Grundidee. Aber dieser Jax. Wir können grad nichts gegen Jax machen. Ich glaube, wenn ich Riven wäre, würde ich splitten, einfach um Jax beschäftigt zu halten. Und wenn Jax engage, kann Riven ja einfach entkommen mit seinen Fähigkeiten. Und das 4 gegen 4 müssten wir gewinnen. Weil es ist nur Jax, der fett ist. Ich mach mal ein paar Panik-Moves, wenn der Jax auf mich draufjumpt. I've made it.
Lass mich jumpen, Dude! Ah! Team! Let me jump earlier! Guys, play with me! Jetzt wird er getriggert, ey! Der Twitch hätte eigentlich noch lachen sollen, um es perfekt zu machen. Oh, triggert! Scheiße, der Inhibitor ist tot. Ich finde das Pitbushen ist gut, ich brauche nur den Rest, Oh shit, die machen weiter. GG well played. Schade, so schnell kann es gehen. Vielleicht dachten die sich, Katharina rackt schon Mitte, ist es gewonnen. Aber eigentlich müssten wir doch gesehen haben, dass der Jax so abgegangen ist. Und ich weiß nicht warum, auch hier im letzten Fight, guckt den euch nochmal an und achtet mal ganz genau darauf, was Janna gemacht hat. Als kleiner Hinweis vielleicht. Wenn man nicht gewinnen will, will man nicht gewinnen, ne? Das ist jetzt ein bisschen unlucky, weil ich hätte gerne eine richtig schöne Wombo-Kombo gemacht. Ich gucke mir nochmal den Damage-Graphen an. Placements sind eben Placements. Wie ist der Jax eigentlich so fett geworden? Darf man da fragen? Oh, meine Katharina. Okay, ich habe dann, als ich zweimal von Jax angegriffen wurde, habe ich natürlich auch meine Fake-Kombos gemacht aus Panikreaktion. Aber meiner Meinung nach, wir hätten echt, Jana hätte mehr mich beschützen sollen, weil der Twitch war useless. Ich weiß nicht, warum sie so hart auf Twitch, der Lee Sin meint ja irgendwie, Jana trollt und Reporter und so. Ich weiß nicht, sie hätte bei mir bleiben müssen, glaube ich. Einfach die Leute einmal, mich einfach mal schildern. Das wäre es ja schon, glaube ich, oft gewesen. Never mind. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein kleines Gameplay dazu, wie meine Katharina momentan ist. Laning-Phase geht einigermaßen ab. Und ja, Teamfights waren ja nicht mal wirklich Teamfights, aber trotzdem, da gibt es noch einiges zu tun. Wie findet ihr Katharina? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Freut euch darauf, wenn ich Jungle bekomme, denn da habe ich auch was Cooles vorbereitet. Haut rein, macht's gut.